Heute stelle ich den People Graph vor, nämlich seelenlose Daten in ein lebendiges Bild verwandeln. Allein schon die Bezeichnung ist ja schon Gold wert hier, die Microsoft gewählt hat. Und zwar gibt es diese Funktion seit Excel 2013 und da steht tatsächlich, wandeln Sie seelenlose Daten in ein lebendiges Bild um. Infografiken nehmen immer mehr in ihrer Bedeutung zu, weil man einfach durch Bilder leichter eine tolle Geschichte erzählen kann. Und das ist einfach der Trend im Moment. Ich klicke mal hier oben drauf, People Graph. Das finde ich unter dem Register Einfügen. Nun öffnet sich direkt ein Bild mit irgendwelchen Beispieldaten, die jetzt mit meinen Daten selbst nichts zu tun haben. Wenn ich dann einmal hier mit der linken Maustaste auf diese Grafik draufklicke, gibt es zwei Einstellungsmöglichkeiten, einmal Daten und Einstellungen. Ich klicke mal hier auf Daten und nun kann ich die Daten auswählen. Wenn ich da draufklicke, kommt hier unten der Hinweis, bitte wählen Sie zwei Spalten im Excel-Arbeitsblatt aus. Das mache ich doch mal. Ich nehme die beiden hier. Man muss dann nicht weiter irgendwas machen, also nichts anklicken, einfach nur auswählen. Dann kommt sofort der grüne Hinweis, Sie haben 7 Zeilen und 2 Spalten ausgewählt. Ich klicke mal auf Erstellen. Das hat sich jetzt schon mal angepasst. Ich klicke nochmal hier oben auf Daten und ändere den Titel. Und zwar Umsätze nach Kundengruppen. Dann muss ich wieder hier oben draufklicken, damit entsprechend dieser Hinweis verschwindet, dieses Fenster. Und nun sehe ich hier meine Werte. Sonstige hat 1000 und dann sind hier diese kleinen Icons, die dann entsprechend gefüllt sind, je nachdem wie hoch die Werte sind. Ich kann hier mit dem zweiten Icon hier Einstellungen, kann ich Einstellungen vornehmen. Da gibt es 3 Reiter, einmal Typ, Design und Form. Bei Typ geht es darum, wo steht der Text, zum Beispiel hier oben drüber und wie ist auch so ein bisschen das Design, obwohl es ja eigentlich der Typ ist. Hier gibt es dann die Möglichkeit, dass das drunter steht und ich bleibe erstmal bei dem hier. Dann gehe ich auf Design, da kann ich mir dann aussuchen, wie sieht die Fläche im Hintergrund aus, welche Farben werden verwendet. Das bisschen nicht Schöne an diesem Tool ist, dass man halt wirklich nur diese Designs, diese Typen und auch die Formen auswählen kann, die hier enthalten sind. Es ist nicht möglich, weitere hinzuzufügen oder auch die Farben einfach nur mit einem Rechtsklick oder ähnlichem zu ändern. Das ist ein bisschen schade. Es ist eine gute Funktion, leider nicht zu Ende gedacht. Wir gucken mal hier bei Form. Da gibt es jetzt diese Männchen. Da kann ich hier draufklicken. Wenn ich hier auf die Form 3 klicke, passt sich das hier unten sogar an, dass das breiter wird. Ich zeige das mal. Und das ist eigentlich so, wie ich mir das auch vorstelle. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Zahlenart, die man hat, also wie die Kombination ist. Wenn ich jetzt hier mal den Wert ändere auf 450.000, dann passt sich das auch an, dass das leider in der Darstellung nicht so sinnvoll ist. Wenn ich das jetzt umstelle auf 200.000, dann ist das durchaus gut. Hier habe ich dann noch den Diamanten, den kann ich zeigen. Eine Jacke, ein Kleid, noch ein Kleid. Delfine. Also es ist einiges geboten, nur ich finde es persönlich halt echt nicht ausreichend. Da müsste deutlich mehr sein. Ich gehe jetzt nochmal zurück, wieder auf Typ und ändere das mal auf diesen Typ hier um. Jetzt haben wir die Einstellung fertig. Was schön ist, ist, dass sich das immer anpasst. Wenn ich jetzt hier hinten links die Werte entsprechend ändere, passt sich sofort die Grafik an. Besonderheiten gibt es auch noch zu beachten, nämlich wenn ich diesen People Graph wieder entfernen möchte, kann ich hier zwar draufklicken, mit der linken Maustaste, wenn ich dann entfernen drücke, passiert überhaupt nichts. Also ich muss praktisch hier einmal auf den Rand klicken und erst wenn die Punkte kommen, kann ich dann auch entfernen drücken. Das ist eine Besonderheit, das kann den einen oder anderen vielleicht ein bisschen irritieren am Anfang. Dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich ich kann das Ganze nicht mit VBA ansprechen. Also ich kann das nicht programmieren, das ist einfach da und ich muss es akzeptieren, so wie es ist oder halt nicht nutzen. Wichtig ist auch noch, einen Rechtsklick kann ich hier drauf machen und dann habe ich die Möglichkeit Bild speichern unter. Und da wird es interessant, nämlich kann ich dann hier umstellen auf ein PNG-Bild. Habe ich hier einen Ordner mit Icons, ich sage speichern und wechsle dann mal eben rüber zu PowerPoint. Hier habe ich schon eine Präsentation vorbereitet, gehe dann da auf Einfügen, Bilder
und kann mir hier dann sofort entsprechend die Grafik importieren. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch im nächsten Schritt die Größe verändern, dann das ein bisschen ausrichten und dann hier den Rahmen in den Vordergrund bringen. Und schon habe ich eine schöne Präsentation noch schöner gemacht. Ich kann das natürlich auch in Excel lassen. Das spielt jetzt keine Rolle. Also ganz wie man möchte. Ich finde, das ist ein schönes Tool, nur leider nicht ganz fertig gedacht. Im nächsten Video zeige ich eine weitere Möglichkeit, wie man Daten gekonnt visualisieren kann mit selbst erstellten Infografiken. Und bei diesen selbst erstellten Infografiken hat man viel mehr Möglichkeiten zur Einstellung, sodass man das komplett konfigurieren kann, wie man das auch haben möchte.